Dressurausbildung ist die Leidenschaft von Britta Schöffmann. In diesem Video beschäftigt sie sich mit den Galoppwechseln. So. 1, 2, 3, 4, angaloppieren. Einfache Galoppwechsel verbessern die Durchlässigkeit, erfordern sie jedoch auch. Einfach heißt aber nicht, dass dieser Übergang leicht ist. Jawohl, das war gut. Es war gut, dass du so lange gewartet hast, denn hier hatte sie zu viel Stellung. Und wenn ich dann parieren soll, geht das in die Richtung. Das funktioniert nicht. Pferde kommen als Bewegungstiere auf die Welt, nicht durchs Genick in Dressurhaltung. Deshalb sollte immer das Grundprinzip gelten, Bewegung steht vor Form. Für den Reiter heißt das, aus der losgelassenen Bewegung entwickelt sich über korrekte Einwirkung die gewünschte Form. Ich glaube, man konnte es schön sehen, diesen Moment des Aufnehmens, wo das Pferd hinten kleiner wird. Die einfachen Galoppwechsel stehen in direktem Zusammenhang mit den fliegenden Galoppwechseln. Der fliegende Galoppwechsel. In der Schwebephase des Galopps wechselt das Pferd die Beinpaare. So, wieder galoppieren lassen. Da habe ich nicht schön gesessen. Jetzt. Nochmal einmal durchparieren. Du bist zu spät. Der springt immer um und dann springt er fast zurück. Und zack. Ja, loben. Das war hohe Kruppe, ja, aber mitgesprungen. So, der war besser. Die Stellung, Lena, die du im Galopp hast und auch das Umstellen, was du bei den fliegenden Wechseln hast, ist minimal. Das ist wirklich gerade mal so und so. Der hat ja schön reagiert, da muss sofort die Hand weg, damit der nächste Galoppsprung groß werden kann. Nur die rechte Hüfte aufmachen, als wolltest du deine Tür aufmachen. Und so, genau. Du musst in der Lage sein, zwischen den Wechseln auch mal überstreichen zu können. Und er muss genauso weiter galoppieren. Abschließend sollte man ein Training, wenn möglich, immer mit einer gelungenen Übung. Bis sie aber so spielerisch wie hier bei Ingrid Klimke gelingen, wird sicher noch mehr Zeit vergehen. Bei aller Ernsthaftigkeit der Dressurausbildung sollte der Spaß niemals verloren gehen. Weder für den Reiter noch für das Pferd.